Ja, ne? Okay. Wer sagt denn, dass er nicht schummelt? Wer sagt denn, dass er nicht schummelt? Wer sagt, dass er jetzt auf dem Rückweg nicht, wenn er nochmal einen Hase sieht, einfach auf Hasen schießt und das Hasenfleisch mitnimmt? Und, ne, ich bin schon längst hier wie ein braver Streitkämpfer. Hä? Ach, da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Bitte lass uns gewonnen haben. Wie langsam er trottet. Hä? Okay. Dann wollen wir mal, ne? Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Weshalb fragst du? Du bist mir die ganze Zeit im Nacken gesessen. Stimmt doch gar Nicht nicht. schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Ja, nice. Sollte es nicht ein Preis für den Sieger geben? Ja. Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Oh, nice. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns 100. richtiges Wild jagen. Immerhin. Aber wir haben keine Pfeile mehr. Folge Herrn Hans. Ja, Moment, Moment, Moment. Wir legen jetzt erstmal. Ne, wir legen das Fleisch weg. Weg damit. Weg damit. Ja, aber kannst du uns vielleicht nochmal Pfeile geben oder so? Wir haben keine Pfeile mehr. Wir haben keine Pfeile mehr. Das ist schlecht, nicht wahr? Ein Pfeil noch. Ein Pfeil haben wir noch. Okay. Aber vielleicht bekommen wir auch noch mal ein paar Pfeile. Jetzt dürfen wir ihm wieder hinterherrennen, während er auf seinem Pferd, oh Gott, davon reitet. Okay. Kann ich nicht einfach. Nee, ich will jetzt den Pfeil nicht verschießen, unnötig. Ich hätte jetzt gerne auf ihn geschossen, aber. Kann ich ihn nicht auch bestehlen? Kann er mir nicht nur ein paar Pfeile geben? Wäre ein bisschen beruhigt, damit ein bisschen mehr Pfeile. Oh. Ah, er geht in das Wildgebiet, ne? Aber wäre es da nicht besser gewesen, zur Jagd in das Rehgebiet ohne Pferd, sondern wenn wir gelaufen wären? Das Gebiet haben wir vorhin schon entdeckt, ne? Wenn du von den Hunden gebissen werden willst, gerne. Meinst du, die würden sowas dann tun? Kannst du nicht auch mal irgendwas unterwegs hier erzählen oder so? Wie zum Beispiel, wie du so ein Arsch geworden bist? Wie du halt im Moment bist? Nein? Okay. Wo geht denn die Reise hin? Wir sollen ihm einfach voll zurück nach Thallenberg. Nach Thallenberg? Oder auf jeden Fall in die Nähe davon. Ja gut. Na, folgen wir erstmal weiter. Folgen wir ihm erstmal weiter. Aber wäre es schon nicht verkehrt, wenn er uns gleich wirklich nochmal ein paar Pfeile oder sowas geben könnte, ne? Ah, hier. Und nu? Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Okay. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von Verstanden. diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Verstanden.
Was für ein Hügel denn? Nennst du das hier Hügel? Okay. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Oh ja, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße. Oh Mann. Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Was ein Großmaul, hä? Was ein Großmaul. Jetzt sollen wir wahrscheinlich... Sollen wir nicht? Er hat doch gesagt, aufs Pferd dürfen wir nicht. Hä? Und was nu? Bring das Wildschwein zur Strecke, finde Herr Hans, ja moin. Ja gut, alles klar. Nix wie auf zum Wildschwein, um es zur Strecke zu bringen. Und dann Herrn Hans am besten auch zur Strecke bringen, weil er halt so ein Idiot ist. Boah. Willst du mir jetzt etwa sagen, wie man jagt, du Meisterjäger? Meine Beute läuft weg und ich hab's nicht geschafft, den Wildschwein zu töten. Okay, dann gehen wir jetzt halt hier rum auf der Suche nach dem Wildschwein. Herr Hans, wir sind außerhalb des Bereiches, das Herr Hans nicht geschafft hat zu erlegen. Und wir sind schon wieder blind links außerhalb des Bereiches gelaufen. Das ist ja wunderbar. Wo ist das Wildschwein? Wenn ihr es seht, dann schreit mal ganz laut. Von da habe ich jetzt einen Hund bellen hören. Ich dachte vielleicht, könnte ja ein Hund von Herrn Hans sein, aber da sind wir außerhalb des Bereiches irgendwie. Finde Herr Hans. Ja. Wo mag er nur sein? Ich sehe eins unten links. Ey. Das ist aber ganz schön fies. Manu. Das ist ganz schön fies. Oh. Ist das das? Das ist das von Hirsch, oder? Das ist doch kein Wildschwein. Das ist ein Hirsch. Ja, das ist ein Hirsch. Den lassen wir so oder so leben. Wo ist denn dieses Wildschwein? Immer darauf achten, dass wir auch im Gebiet bleiben. Nicht, dass wir wieder aus dem Gebiet rauslaufen. Weil dann können wir lange suchen. Hey, willst du mich verarschen? Unsere Aufgabe ist... Ach so, unsere Aufgabe ist, finde Herrn Hans und nicht... Und was war jetzt mit dem Wildschwein? Bring das Wildschwein zur Strecke, steht da gar nicht mehr. Da steht jetzt nur noch, finde Herrn Hans. Okay. Herr Hans! Herr Hans! Wo ist er denn nur? Wo ist er denn nur?
Ja, jetzt gehen wir erstmal außen ab. Vielleicht war auch das Hundebellen wirklich ein Hinweis, wo Herr Hans wirklich ist. Und wir hätten dem einfach nachgehen sollen. Ich meine, irgendwas gehört zu haben, aber... Das nächste Mal, wenn wir einen Hund bellen hören, gehen wir dem auf jeden Fall nach, weil es kann ja nur ein Hund vom Herrn Hans sein. Es geht ja gar nicht anders. Und das Bellen haben wir hier irgendwo gehört gehabt oder so, ne? Irgendwie sowas in der Art, meine ich. Tja. Hat er sich so gut versteckt? Angriffsmission geschafft. Nice. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Good job. Good job. Hier sind wir wieder außerhalb des Bereiches. Das ist jetzt wieder Käse. Also bleiben wir mal hier so. Und das, was du meintest, sind Drachenmissionen. Ah, ach so. Ah, Drachenmission, Angriffsmission. Da gab es einen Unterschied, ne? Stimmt. Ah ja, es kann doch nicht sein, dass der sich hier... Angriffsmissionen sind die leichteren Raids für 10 Leute. Ja, genau. Oh, Hase. Aber den brauchen wir nicht. Wo ist er? Hat er gleich... Kann er sehen, vor allem die Zeit geht ja weiter, ne? Das ist halt das Problem an der Sache. Ich weiß... Jetzt entdeckt Grab. Oh, hier. Oh. Ja, die Schaufel haben wir jetzt natürlich in der Truhe gelassen. Ja, super. Das wäre bestimmt ein Schatz gewesen oder so. Das ist bestimmt kein Grab, das ist bestimmt ein Schatz oder sowas. Aber yo! Wo ist dieser Hans? Ich meine, so groß ist das Gebiet jetzt auch mal wieder nicht. Ja, hier hört das Gebiet halt auf. Und ich höre auch keine Hunde bellen oder sowas. Ah. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass wir zu lange brauchen und die Nacht anbricht oder irgendwie sowas. Das ist ein Grab, das ist aber markiert. Und die Nacht anbricht oder sowas und die Quest dann fehlschlägt. Geht das? Kann das sein? Da ist er, Hans! Oder wer ist das? Nee, das sind wieder... Nee. Oder? Oder sind das wieder... Ich speichere mal lieber vorher. Wir haben noch ein paar Ritterschnaps, ne? Wir speichern. Ich speichere mal lieber einmal. Falls du eine Flasche Ritterschnaps benötigst, kannst du es bei Händlern schenken oder am besten bei Apothekern versuchen. Andererseits könntest du Ritterschnaps in einem Alchemielabor auch selbst brauen. Ich geb's zu. Es ist schmachvoll, von 3 Kackwürsten gefasst zu werden. Ah nein, das hieß ja Hans. Was ist denn da? Rette Herr... Ach du Scheiße. Okay, rette Herr Hans. Heißt es denn, dass wir die sofort töten sollen? Oder können wir den auch einfach so retten? Ihr ungarischen Fotzen! Zur Zeit schafft ihr gerade einmal ein Checken! Losmachen! Keine Zeit... Hey, Utwam! So, du Penner! Du hast einen Pfeil abbekommen, hä? Was sagst du dazu? Eieieiei. Deine Mutter ist eine Ferne! Da haben wir doch eh keine Chance, wenn die so schwer bewaffnet sind. Und dann auch noch 2 gegen... wir werden doch mit Pfeil und Bogen beschossen. Ja, das ist ja auch unfair, oder? Das ist aber auch unfair. Wir sollten mal ein bisschen weiter weggehen. Oh, scheiß die Wand an, ey. Ja.
Ah, nee, wir müssen das irgendwie mit den Kämpfen anders lösen. Ah, gut, dass wir aber gespeichert haben. Wir wurden entdeckt. Vielleicht schaffen wir es aber auch, das halt hinzukriegen, ohne entdeckt zu werden. Das wäre natürlich besser. Alkohol entfaltet seine Wirkung allmählich und beschert dir Boni auf Rede, Kunst, Vitalität, Charisma und Stärke. Wenn du es jedoch übertreibst, können die... Warum bekomme ich das? Folgeerscheinungen äußerst unangenehm sein. Warum bekomme ich diese Meldung? So, wir sind auf jeden Fall jetzt geduckt. Werden wir auf jeden Fall entdeckt? Deine Mutter ist eine Dirne! Noch hat er uns nicht entdeckt, ne? Na, jetzt hat es geklappt, ohne entdeckt zu werden. Yo. Wir verschwenden besser. Komm mit. Ja. Ja, da konnte ich jetzt aber nichts für, ne? Hä? Der hat uns jetzt auch entdeckt, aber was zum Teufel? Warum? Da konnte ich doch jetzt nichts für. Da stand Folge Herrn Hans und das habe ich getan. Kannst du uns mal helfen, du Spast? Alter, der steht da einfach nur rum und macht... Lol, was? Hallo, kannst du mal helfen? Was ist denn mit dem? Der sagt ernsthaft, was war das? Ja, so, ich glaube, das muss halt funktionieren, ohne entdeckt zu werden. Das muss auch anders gehen. Wir haben halt, guck mal, wie er bewaffnet ist und wie wir nur bewaffnet sind. Das können wir kaum gewinnen, glaube ich. Ich glaube, wir können das kaum gewinnen. Und wir werden jetzt auch schon wieder mit Pfeil und Bogen beschossen. Ja. Der Hans ist auch schon tot, so wie das aussieht. Ja, ja. Ich glaub, das soll ohne Kämpfen gelöst werden. Ich glaube, das soll... Ja, jetzt töte uns halt. Ich glaube, das soll ohne Kämpfen gelöst werden. Zu viele Kartoffeln geerntet. Wie zu viele Kartoffeln geerntet? Hä? Du in Rust oder was? Ich glaube, das soll ohne Kämpfen gelöst werden. Warum bekommen wir denn jetzt diese Alkohol-Kennzeichnung da oben? Das ist halt auch Quatsch irgendwie. Ich folge dem Spacko jetzt gleich nicht, sondern wir gehen einfach in die... Achso, ich habe die Kämpfe schon wieder nicht an. Sondern wir gehen gleich einfach in die andere Richtung wieder zurück. Danke. Ja, ja, aber ich gehe nicht in deine Richtung. Du gehst nämlich genau vor deren Fresse. Auch wenn du schleichst. Das ist scheißegal. Jetzt entdecken die uns nämlich nicht. Ich habe 18 Stacks Kartoffeln geerntet und hatte nur Platz für 16. Oh nein! Kitty, warum machst du denn sowas? Oh, nee. Wir wurden gerade nur wegen Hans entdeckt und nicht... Das war nicht meine Schuld. Jetzt sollten wir sicher sein. Eigentlich brauchen wir schon gar nicht mehr schleichen, ne? Komm, steh auf. Komm ein bisschen schneller. Komm ein bisschen schneller. Wir sind schon so weit weg, die sehen uns gar nicht mehr. Komm schon. Hans? Komm schon. Ach so, weil wir einen Buff haben unten, aber wir haben doch keinen Alkohol genommen eigentlich, oder? Rausch? Auffälligkeit 63? Hä?
Wann haben wir denn Alkohol getrunken? Hm? Wie im echten Leben. Auf einmal bist du besoffen. Ganz aus Versehen. Was haben wir hier noch? Du kannst erlegte Wildtieren das Geweih entfernen und Trophäenjäger. Du kannst einigen Tieren die Zähne entfernen. Ich nehme lieber das Geweih mit als die Zähne erstmal, ne? So, sehr schön. Och, Hans! Das ist doch nicht dein Ernst. Kann ich dir irgendwie einen Pfeil in den... Okay, ich wollte schon sagen. Komm schon, Heinrich, mein Freund. Du lässt mich doch nicht hier. Hä, warum soll ich dich hier... Ich verstehe nichts mehr. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwas? Auf mit einmal Pädelmann? Wieder! Ah! Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Also, ich dachte schon. Ich dachte schon. Die Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Wir wären doch beste Freunde. Passt auf. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Machen wir. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Machen wir. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Richtig. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Puh, sehe ich aber ganz genauso. Abmarsch. Zurück nach Ratai. Und dann schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Bin mal gespannt. Hierher, Leute! Bin mal gespannt, was der. Wie hieß der Vater nochmal jetzt? Oh, der Hanusch. Hanusch-Schießer, ne? Was der Hanusch dazu sagt, da bin ich jetzt mal gespannt. Ladebild, ulala, Ladebild, Ladebild, Ladebild. Aber irgendwas muss der Herr Hanusch uns doch jetzt noch dazu sagen, oder? Irgendwie sich erkenntlich zeigen und uns ganz, ganz viel Geld geben zum Beispiel. Ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Oh. Herr, ich... Oh. Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Oh. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher.
Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Das Leben Niesen. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Was ist eigentlich Schipschock? Ja, während den Videosequenzen mache ich die Kamera immer aus. Ist ein bisschen besser. Finde ich zumindestens. So. Ja, Moment. Erstatte Hauptmann Bernhard auf dem Vorplatzbericht. Das machen wir dann direkt mal als nächstes. Ansonsten, ich würde auch mal ganz gerne nach den Fallen der Nachtigall nochmal schauen. Bevor wir mit der Hauptquest nachher weitermachen. Aber mit Bernhard können wir auf jeden Fall nochmal sprechen eben. Können wir los? Bist du bereit? Achso, nein, noch nicht. Achso. Noch nicht. Und warum vergeudest du Zeit? Ja, ja. Wir werden nicht ewig warten. Nicht? Ich glaube, das sagt ihr nur so, oder? Oh, das sagt ihr nicht nur so. Sagt ihr das... Können wir auch noch bis morgen warten? Oder sollten wir jetzt schon... Oh, okay, die Nachtigall können auch warten. Ich habe ein bisschen Angst. Wir machen das mal jetzt sofort. Können wir los? Bist du bereit? Ja. Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Wieder besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Unser Pferd! Ja gut, jetzt hat er irgendwas neben irgendeinem Schimmel. Was weiß ich denn, was ein Schimmel ist? Du hast dein erstes Pferd. Du kannst die Fähigkeit und die Satteltaschen deines Pferds im Tab mit B-Book oder... Du kannst dein Pferd mit X... Ist das hier ein Schimmel? Ja, wir können uns hier auf jeden Fall, auf jeden Fall draufsetzen. X. So. Ich hätte eigentlich nur mal ganz gerne... Ich hätte